Herzlich willkommen zum medialen Energetiktreff. Ich freue mich, dass du heute dazugeschaltet hast, denn wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema, das sicher einige beschäftigen wird. Und zwar geht es da um Eindrücke, die wir von unseren Eltern aus unserem Familiensystem übernommen haben und die uns selber noch beeinflussen und beeinträchtigen. Und diese Eindrücke äußern sich dann oft mal in gewissen Verhaltensmustern oder eben auch in Ängsten, die einen dann auf einmal überkommen oder fast überschwemmen. Und man weiß dann gar nicht, wo konkret dieses Thema dann herkommt. Und das ist dann ganz interessant, weil man so lernen kann, eben diese Familienmuster ein bisschen zu erkennen und zu lösen. Und wir werden heute mal eine Übung dazu machen, dass wir diesen Mustern auf die Spur kommen. Und man kann sich das einmal so vorstellen von der Übung her, wenn wir eine Laterne wären, dann, und da brennt eine Kerze oder eben eine Glühbirne drinnen, dann müssen wir dieses innere Licht einmal zuerst ganz, ganz hell schalten, damit wir sehen, ob auf dieser Laterne vielleicht irgendwelche Flecken sind oder ob sich was festgelegt hat auf dieser Laterne, dass wir eigentlich das gar nicht zu uns gehört. Und jetzt werden wir in diesem ersten Schritt zuerst einmal so dieses innere Licht, dieses innere Bewusstsein richtig aktivieren und schauen, dass wir das richtig stärken und kräftigen. Das ist so, dieses Licht steht symbolisch für deine Identität. Und deine Identität ist alles, was dich persönlich betrifft, alles, was dir gehört, was dir im Innersten gehört. Und um da ganz klar zu unterscheiden, was ist meins, was ist nicht meins. Und das wollen wir da jetzt eben mal machen. Gut, dann setz dich einfach mal ganz entspannt hin und schließe deine Augen. Und atme einfach mal tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief ein. Und wieder aus. Mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und kommst mehr und mehr zu dir zurück. Dein Kopf wird freier und leerer. Deine Schultern werden leichter. Und auch dein Herzzentrum entspannt sich mehr und mehr. Du spürst, wie sich dein Magen entspannt, dein Bauchraum, deine Hüfte, die Oberschenkel und auch deine Füße. Eine tiefe Reinigung findet statt. Eine tiefe Klärung findet statt. Alle Alltagsgedanken, Alltagssorgen fließen jetzt von dir ab und du spürst, dass du immer freier und freier wirst. In dir strahlt ganz hell ein weißes Licht. Dieses Licht geht von deinem Nabelchakra aus, also deinem Nabelzentrum, und breitet sich in deinem Körper aus. Du kannst dich wie eine Laterne wahrnehmen, in deren Zentrum ein starkes Licht steht. Dieses Licht ist dein innerstes Wesen, unverletzt und ewig. Erlaube diesem Licht jetzt,
dass es sich ausbreitet, dass es immer größer wird und spüre, wie dein inneres Zentrum mehr und mehr erwacht, wie du immer weiter und klarer in deine Mitte kommst, wie du alle Anspannungen loslässt und mehr in dein Vertrauen gehst. Du atmest einmal tief ein und wieder aus und nochmal ganz tief ein und wieder aus. Und spür jetzt mal in dich, dass du in deinem Zentrum, in deinem Wesen, dass dieses Licht unverletzt ist und unverletzbar ist. Es ist dein ewiges Licht. Du fokussierst dich also auf dein ewiges Licht in dir. Wenn du möchtest, dann kannst du auch dein drittes Auge, also das Auge, das nach innen schauen kann, auf dieses Licht richten. Und du erlaubst dir jetzt, dass dieses Licht ganz stabil, ganz klar, ganz beständig in deinem Innersten wächst und du kannst spüren, dass dieses Licht immer weiter strahlt, immer mehr strahlt in deinem Leben. Du atmest jetzt tief ein. Und wieder aus. Und du spürst jetzt, dass dieses Licht sich in deinem ganzen Körper ausdehnt. Über die Grenzen von deinem Körper hinaus. Und du spürst allerdings auch vielleicht Schatten, Aspekte, Schlieren am Glas dieser Lampe, die gar nicht dort sein sollten, die vielleicht weggewischt gehören. Du spürst vielleicht, dass irgendwo dieses ewige Licht nicht gut fließen kann, sich nicht gut ausbreiten kann, dass es irgendwo blockiert ist. Aber das ist überhaupt kein Problem, das ist jetzt auch nicht besonders dramatisch. Du nimmst einfach nur wahr. Ganz ohne Drama, ganz ohne Ängste. Du nimmst einfach nur wahr, wo kann das Licht fließen? Wo kann dieses Licht nicht fließen? Und du entspannst dich immer weiter und beobachtest einfach die Stellen, wo dieses Licht nicht hinfließen kann. Spüre dein ewiges Licht, das ewige Bewusstsein in dir. Und rufe jetzt aus diesem ewigen Licht, diesem All-Eins-Licht, diesem Licht, in dem alles erhalten ist, aus diesem Licht rufst du nun deinen inneren Heiler, deine innere Heilerin.
kannst auch gerne, wenn du möchtest, einen Heilungsengel holen oder einen Meister, der das heilt. Auf jeden Fall rufst du jetzt aus deinem Innersten hervor deine innere Heilerin, deinen inneren Heiler, deinen Heilungsengel. Also genau die Hilfe, die du benötigst, damit sich diese Schlieren, diese Schatten, diese Stellen, wo dieses ewige Licht nicht hinfließen kann, sich transformiert. Atme jetzt tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein und wieder aus. Und erlaube dir jetzt, dass du dieses göttliche Licht der Heilung spürst, dass dieses Licht voller Verständnis, voller innerer Weisheit, voller Liebe, voller Gnade, voller Hingabe, genau diese Stellen berührt, wo das Licht vorher nicht hingegangen ist. Diese Themen transformieren sich, wandeln sich. Und die Energie, die aus deinem ewigen Licht in diesen Schatten gebunden war, kommt jetzt zu dir zurück. Alle Anteile, die in diesen dunklen Stellen gebunden waren von dir, kommen jetzt zu dir zurück. Und alle Schatten, alle Aspekte deines Daseins sind jetzt bei dir und in dir steigt jetzt das Licht der Transformation auf. Eine violette Lichtsäule, eine violette Flamme, die sich von deinem Becken aus über deine Wirbelsäule ausbreitet, bis hinauf zum Atlas und in deinen Schädel, in deine Schultern und Arme, in deinen ganzen Körper verteilt sich jetzt diese violette Flamme. Transformiert und integriert alle diese gebundenen Anteile. Und du atmest jetzt einmal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein. Und wieder aus. Und du erlaubst jetzt deinem innersten Licht, dass es sich vor allem in deiner Bauchgegend einmal sammelt, so Magengegend, Solarplexus. Und wie eine Sonne erstrahlt dieses Licht jetzt in dir und um dich herum. Alle gespeicherten Gefühle und Gedanken, alle Beeinträchtigungen von deinem Freiraum, von deinem Lebensraum, werden jetzt energetisch aus diesem Zentrum gelöst. Und du spürst, wie sich dein Solarplexus entspannt.
Und wie noch einmal Fremdenergien freigelegt werden, offengelegt werden. Und diese Energien dürfen jetzt dein Energiefeld verlassen. Alles, was deinen Ahnen gehört, deiner Mutter, deinem Vater, geht nach hinten zurück. Alles, was deinen Großeltern gehört, geht zu den Großeltern. Alles, was deiner Gegenwartsfamilie gehört, geht jetzt zu deinem Partner oder deinen Kindern. Alle fremden Energien verlassen jetzt deinen Solarplexus. Und du spürst, dass Heilung geschieht. Heilung über deinen Solarplexus, deinen Magen. Und diese Heilung fließt jetzt zu deinem Nabelzentrum nach unten. Und reinigt dein Unterbewusstsein, bringt einen tiefen Frieden, eine tiefe Zufriedenheit in dein Unterbewusstsein. Und diese Zufriedenheit, dieser Frieden sinkt tiefer in dein Wurzelchakra. Und von deinem Wurzelchakra, deiner Basis, fließt dieser Frieden über dein Becken, in die Füße, hinein, durch die Fußsohlen in die Erde. Und du spürst eine unendliche Kraft und Energie, die dir unendliche Möglichkeiten beschert. Und du gehst jetzt mit dieser Kraft und Energie, diesen Pionierenergien nach vorne, ganz klar, lässt dich nicht mehr einschränken. Und steigst ganz bewusst aus alten Mustern raus. Stell dir vor, du stehst wie in so einem Bottich drinnen, in so einer kleinen Badewanne und du steigst jetzt zuerst mit dem rechten Fuß und dann mit dem linken Fuß aus dieser Badewanne raus, aus diesem Planschbecken, aus dieser Sandkiste raus, aus diesen alten Verstrickungen und du schüttelst deine Beine aus. Schüttelst sie trocken oder schüttelst den Schmutz von deinen Beinen ab und gehst Schritt für Schritt ganz klar und völlig bewusst immer weiter und weiter diesen Weg entlang. Atme tief ein. Und wieder aus. Und spür mal, wie diese ganzen alten Muster von dir abfallen. Und spür mal, wie du mehr und mehr wächst. Und wenn du möchtest, bewege deinen Körper, schüttle dich ein bisschen durch, deine Beine. Schüttle alles ab. Oder wenn du möchtest, stampf auf, spring herum. Aber mach dir einfach bewusst, dass du jetzt aus diesen Mustern ausgestiegen bist. Und in diesem Moment darf jetzt ein sich selbst und anderen vergeben zukommen, darf die Energie der Lösung durch dich fließen, die Energie der Erlösung. Und du atmest tief ein
Und wieder aus und lässt die Energie der Lösung oder wenn du auch möchtest, die Energie der Erlösung oder auch die Energie der Heilung durch deine Beine in die Erde fließen. Und mit einer absoluten Autorität taucht jetzt eine blaue Energie vor dir auf, Erzengel Michael, der in der absoluten Autorität vor dir steht, mit seinem Schwert und seinem Schild und sagt: Möchtest du die alten Ketten, die dir zu eng geworden sind, hinter dir lassen? Dann beantworte ihm mal mit einem Ja, wenn du das empfindest. Und dann spricht Michael weiter: Erlaube mir, dass ich dich von diesen Fesseln endgültig befreie. Erlaube mir, dass ich dich von diesen Fesseln, Ketten, die zu eng geworden sind, endgültig befreie. Und in dir erwächst erneut ein Ja. Und du sagst nochmal: Ja, ich bitte darum. Und du atmest jetzt mal tief ein, hältst den Atem und wenn du jetzt dann ganz schnell ausatmest, zischt das Schwert von Michael runter und durchtrennt diese Muster und du spürst, dass du nochmal einen Schritt freier wirst, dass du nochmal einen Schritt klarer geworden bist und nochmal einen Schritt weitergegangen bist. Atme tief ein und wieder aus. Und erlaube dir jetzt ruhig auch mal zu bedauern, dass du vielleicht etwas aus deiner Kindheit losgelassen hast. Vielleicht ein bisschen Sentimentalität. Das ist alles okay, aber du gehst jetzt bewusst weiter. Und du spürst auch, dass du nichts hinter dir lässt, was du noch benötigst. Das sind alles nur Träume. Und diese Träume, diese Bilder sind auf ewig gespeichert, wenn du sie brauchst und abrufen möchtest. Aber du verlierst nichts, sondern du gewinnst dein Bewusstsein, deine Erwachsenenautorität, deine innere Stabilität. Atme tief ein. Und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Spüre, dass du in deinem Wesen unverletzbar bist. Spüre, dass du in deinem Wesen unerschöpfbar bist. Dass du in deinem Wesen unendlich bist. Alle Einschränkungen der Vergangenheit, wo es geheißen hat, du bist vielleicht zu dumm, zu klein oder du kannst etwas nicht, werden jetzt gelöst, gesprengt und du spürst, wie du in dir kraftvoll, klar und immer freier wirst. Wie du voller Leichtigkeit in deiner erwachsenen Autorität einen Schritt nach dem anderen tust. Und vor allem bist du in der vollen Verantwortung. Du bist ganz in deiner Eigenverantwortung. Gar nichts wird dich aus deiner Mitte bringen. Nichts wird dich aus deiner absoluten Autorität bringen. Du spürst,
dass du erhaben bist, dass du das dass du die Regeln des Spiels des Lebens für dich umsetzen kannst und dass du immer freier und freier wirst, dass dein Bewusstsein immer mehr und mehr zu dir kommt und immer mehr und mehr Teil deines Alltagsbewusstseins ist. Du spürst dein Ursprungslicht. Und atmest jetzt mal tief ein und wieder aus und noch mal tief ein und wieder aus. Erlaube dir jetzt, dass du sämtliche Erinnerungen an alte Einschränkungen, alte Ängste hinter dir lässt. Erlaube dir nun, in einer neuen Energie zu erwachen und das Leben in unendlich vielen neuen Facetten kennenzulernen. Atme tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Alle Herangehensweisen deiner Ahnen lösen sich jetzt und machen deinen kreativen Lösungen, deinen kreativen Ansätzen Platz. Du spürst, dass du immer leichter und klarer wirst. Und du spürst eine tiefe, tiefe Zufriedenheit, eine tiefe Liebe. Und durch diese Liebe kannst du diese Vergangenheit, diese vergangenen Eindrücke, diese vergangenen Blockaden noch einmal ganz klar hinter dir lassen und loslassen. Atme noch einmal tief ein. Und wieder aus. Und bedanke dich jetzt bei deinem inneren Licht. Und vielleicht spürst du auch, dass dieses Licht jetzt über deine Körpergrenzen hinausstrahlt. Dass du in diesem Licht eingehüllt bist. Dass dieses Licht jetzt dein Leben bestimmt und lenkt. Spüre diese Klarheit, spüre diese Zufriedenheit und spüre diese tiefe Verbundenheit mit deinem inneren Licht. Spüre die tiefe Dankbarkeit für dein Leben und bedank dich bei deinem Innersten. Bedank dich bei deinen geistigen Helfern und Führern. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein und wieder aus. Und spüre jetzt, wie mehr und mehr dein Alltagsbewusstsein zurückkehrt. Streck dich durch, bewege deinen Körper und komm immer klarer in deine Mitte, ins Hier und Jetzt zurück. Beweg dich, lass dir Zeit.
Und wenn du dich gut spüren kannst, kommst du ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Du fühlst dich freier, weiter und klarer. Und du spürst, dass du einen großen Schritt nach vorne getan hast und aus uralten Ahnenmustern ausgestiegen bist. Aber es geht jedem gut in deinem Familiensystem. Es ist jeder in seiner Mitte und es ist für jeden gut und unendlich gesorgt, genauso wie für dich gesorgt ist. Atme dieses Bewusstsein, alle sind versorgt. Nochmal tief ein und wieder aus und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Erlaube dir langsam aufzuwachen und ganz sanft ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukehren. Alles ist jetzt in Bewegung bei dir und wird sich jetzt auch noch in den nächsten Tagen, wird sich dann noch ganz viel lösen. Und wenn du Lust hast, kannst du diese Meditation, diese Reise natürlich jederzeit wiederholen. Und du atmest jetzt nochmal tief ein und wieder aus und streckst dich durch und öffnest dann in deinem Tempo die Augen und kommst ganz in deine Autorität, deine Kraft und deine Eigenverantwortung und spürst, dass du diese ab jetzt auch in deinem Leben entfalten kannst. Alle Schatten der Vergangenheit sind jetzt von dir abgefallen und du bist frei im höchsten Licht, in der höchsten Bewusstheit. Bedanke dich nochmal, atme tief ein und wieder aus. Und komm dann ganz zu dir zurück. Du spürst jetzt dann nach dieser Reise vielleicht eine gewisse Weite oder auch, es kann auch eine Leere sein, die du in dir spürst. Nicht unangenehm, aber einfach eine gewisse Weite, eine Leere, die du so vielleicht vorher nicht wahrgenommen hast. Wenn du das spürst, dann stell dir mal vor, dass du wirklich wie eine Kerze anzündest oder ein Licht entfachst, das du in dir scheinen lässt. Und du wirst merken, dass sich dieses Licht super schön ausbreiten kann. Und natürlich ist manches vielleicht ungewohnt, wenn man so alte Muster loslässt. Aber du wirst spüren, letzten Endes bist du freier und dein Bewusstsein, dein inneres Licht breitet sich mehr und mehr aus. Und das ist wirklich deine Stabilität. Das ist dieser Bewusstseinspunkt, wo es dann in der Bibel heißt, du hast dein Haus eben nicht auf Sand gebaut, auf etwas, das leicht verrinnt, sondern dieses Bewusstsein bleibt dir ewig. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude beim Weiterentdecken und Wiederentdecken deines inneren Lichts. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns natürlich persönlich mal treffen könnten oder auch mal wiedersehen können. Alles Gute, dein Oliver Ereni.